Das Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, yo. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Haubentaucher ist, der uns zu Lares lassen sollte. War ja eh irgendwo klar, dass das nicht so einfach wird, ne? Kann ich den Kessel hier benutzen? Ich wollte mal ein Süppchen kochen. Nö. Jo, ne? Nesson, ne? Das Ganze könnte, hoppala, unter Umständen jetzt schwierig werden. Man darf auch nicht alles glauben. Sollte auch mal hier vielleicht. So, wie geht es jetzt? Was ich noch probieren möchte, ist einmal das Schleichen. Fällt mir gerade ein, das habe ich noch überhaupt noch nie probiert. Wie geht das mit dem Schleichen? Ich muss mal versuchen. Da musste man doch, glaube ich, eine Taste drücken, eine bestimmte. Glaube ich. Weil können müsste ich es ja schon. Warte. Warte, ich schau mal ganz kurz bei der Tastatur. Schleichen war A. Numpad Mul. A? Okay. Okay, also auf A. Tatsächlich, es geht. Wir können schleichen. Das ist sehr gut. So können wir wunderbar Zitronen ausrauben. Ich werde jetzt den Spielstand da oben wieder nutzen. So. Jetzt haben wir eh schon ein bisschen Spazi. So. Hoppala. Super. Jawohl. Habe ich genug Dietriche? Ich muss mal kurz schauen. Wie viel habe ich denn noch? Sechse. Ah, das sollte ich schon sparen. Das sollte ich sicherheitshalber sparen. Warte. Sicher ist sicher. So, jetzt vertue ich mich bestimmt wieder. Na, Wahnsinn. Also, 19 Erzbrocken, eine Schüssel, ein Becher, Reisschnaps und Wasser. Super. Sehr gut. Und weiterschleichen. So. Ah, jetzt können wir aber auch, jetzt wo wir schleichen können, sollte ich noch schnell runterlaufen, bevor der Tag anbricht, zum Reislord. Ja, stimmt, dann hätte ich jetzt fast vergessen. Das machen wir noch zuerst, bevor wir zu Lares gehen. Also schnell zum Reislord nochmal hin. Ah, diese Typen, ne? Hoppala. Ich habe noch keinen gefunden, der mir irgendwas mit Einhänder beibringen könnte. Ich hoffe, dass das noch was wird. Weil ich muss jemanden verhauen. Aber ich glaube, ich würde dafür eh zu wenig können. Also zu wenig lernen können. So, ja. Gut. Dann versuchen wir mal unser Glück. Die Bauern sind schon alle schlafen gegangen. Ist eh klar, dass die sich jetzt da versammeln, ne? Und der Reislord ist, glaube ich, auch pennen gegangen, ne? Ich speichere hier mal kurz. Ja. Und schauen wir uns das mal an. Noch schimpft uns keiner zusammen. Geht halt nicht besonders schnell. Dafür effektiv. Ich schaue mich mal hier unten um. Hier sind ein Haufen Sackeln. Hier ist ein Durchgang. Hey, na gut. Du willst es scheinbar so. Ich dachte, der wäre schlafen gegangen. Scheiße. Ich dachte, der wäre schlafen gegangen oder so. Nix da. Dann versuche ich zuerst die Leiter hochzuklettern. Schauen, ob da oben was ist. Muss ich wirklich warten, bis der Pfosten schlafen gegangen ist? Oh, wir können weiterschleichen, das ist gut. Reislords Schlüssel. War offensichtlich ein bisschen, oder? Das war schon ein wenig offensichtlich. So. Dann brauchen wir jetzt nur noch die besagte Truhe. So.
Die wird da wahrscheinlich in seinen Schlafgemächern sein. Das heißt, ich werde jetzt mal speichern. Hoppala. So. Und muss dann höchstwahrscheinlich warten, bis das Kasperl schlafen gegangen ist. Es könnte aber auch sein, dass der hier sitzen bleibt bis zum Nimmerleinstag. Da müsste ich das versuchen, von der anderen Seite zu erreichen. Praktischer wäre es, wenn der jetzt pennen geht. Wie spät? Habe ich irgendwo eine Uhrzeit? 22:10, 22:20 wäre es. Okay. Vielleicht habe ich ja ein Glück. Und der Vogel legt sich gleich mal hin. Wahrscheinlich so gegen Mitternacht. Müssen wir da ein bisschen warten. Jo. Nee, 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 nee. Ja, kratz dich mal. Waschen würde helfen. Achso, der braucht sich nicht waschen. Der tut den ganzen Tag ja nichts, ne? Stimmt. Ob jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, Lefty zu verhauen? Ich habe aber eh keine Chance gegen den Deppen, ne? Das müsste echt schon mit sehr viel Glück verbunden sein. Es ist echt übel. Das ist echt übel. Ich könnte es nochmal probieren, aber ich sehe da, glaube ich, dunkelschwarz. Dass das irgendwie was wird. So, ich setze mich mal anständig hin. So. Na, du Arsch. Hey, hallo. Du kannst... Ach, ich glaube... Mal sehen, wer greift sich ungestraft an meine Jungs. Ja, das haut nicht hin. Da muss das wirklich so sein, glaube ich, dass die sich gegenseitig verhauen müssen. Das ist wirklich diesmal Ziel und Zweck, wie es ausschaut. Ich versuche mal. Hey du, was schleichst du da rum? Okay. Nee, das wird so auch nichts. Okay. Dann, ich wollte es nochmal probieren. Vielleicht ist er ja schon blind in der Nacht. Kann ja sein. Willst du? Danke. Okay, war nur ein Versuch. Da müssen wir wirklich warten, bis der verehrte Reislord in sein Heierbettchen geht und dann können wir versuchen, das seine Truhe da zu öffnen. Ne? So, das stellen wir gut. Speichern wir hier halt nochmal. So, in Gottes Namen. Wie spät haben wir es schon? 22:45. Ja, dauert halt eine Ewigkeit. Was soll man machen? Ist halt so. Wie schaut man aus? Erfahrungspunkte mäßig. Oi, 1500. Knapp. Noch so viel. Zahlt sich jetzt auch nicht aus, rauszulaufen und ein paar Blutfliegen zu klatschen. Das zahlt sich echt nicht aus. Also würde ich sagen, wir warten. Vielleicht haben wir Glück und er geht schon um 11 ins Bett. Das wäre ja super. Aber stattdessen muss er sich noch kratzen. Ja. Ja, ja. Wenn ich richtig Pech habe, geht das jetzt nur tagsüber. Dass ich mich quasi hinter ihm stellen kann und mich reinschleichen darf. Wäre nicht so super. Ja. Müssen wir halt warten. Wird schon. Hoffentlich. Du brauchst nicht über deine Glatze zu streichen. Das hilft dir auch nichts. Da sehe ich ein Regal. Ich glaube, das ist für Waffen oder so gedacht. Glaube ich.
Aber die Truhe sehe ich jetzt noch nicht. Ach, Menno. Ja. Wie spät haben wir es schon? ja. 23:45 bald. Ja. Vergeht eh recht gut die Zeit. Warten wir halt noch ein, zwei Minuten. Dann wird er wohl in die Haie gehen. Herrschaftszeiten. Mitternacht ist so eine gute Zeit zum Schlafen gehen. Das habe ich gerade beschlossen. Ich sollte mich vielleicht auch kurz verstecken. Wenn er aufsteht, dass er uns ja nicht sieht. Das ist, glaube ich, gut. Ich speichere auch mal sicherheitshalber. Nicht, dass uns noch ein Unglück passiert. So. Dann wird es wohl bald soweit sein. Hoffentlich. Na? Vampi. Stehen Sie auf. Gehen Sie schlafen, bitte. Es wäre schon bald gut, den Part hier zu... wie soll ich sagen, zu stückeln. Dass ihr das jetzt nicht mit euch antun müsst. Wer weiß, wann der Zipfelklatscher da schlafen geht. Lästig, lästig, na 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 na. Wir haben gleich Mitternacht. Boah, ey. Jetzt ist seine Truhe gar nicht hier drinnen, sondern irgendwo anders. Ach komm schon. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch vorher ein paar Truhen ausgeraubt oben, ne? Das habe ich nicht gut gemacht. Jetzt komm, steh auf. Oh Mann, ey. So, jetzt ist gleich Mitternacht. Wenn er jetzt immer noch nicht in die Hurf geht, in die Hurf kommt und ins Bett geht, so, mache ich was anderes. Jawohl, Glück gehabt. Da geht er von dannen. Zumindest versucht das. Sehr gut. Dann werde ich hier mal speichern. Gut, gut, gut. Bringen wir unser Glück. So. Hier haben wir 130 Erz. Sehr gut. Reisschnaps, Reis, eine Münze, gebratenes Fleisch und einen Ring. Sehr, sehr gut. So, dauert ein bisschen. Das mit dem Erz. So, passt. Sehr gut. Lohnt es sich hier noch was zu stehlen? Ich glaube nicht, ne?
Taschendiebstahl kann ich sowieso noch nicht. Also wäre es gut, mal hier kurz zu speichern. So. Und rauszuschleichen. Dann müssen wir mit Lefty sprechen. Ich hoffe, dass der den Ring ganz einfach an sich nimmt. Im schlimmsten Falle, im allerschlimmsten Falle müsste ich echt Taschendiebstahl können. Aber schauen wir mal. So, jetzt sind wir draußen. So, Herr Lefty. Und zwar, ein Gegenstand gegeben. Was? Dein Ring, warum kommt der mir so bekannt vor? Tja, ist ja auch egal. Sieht wertvoll aus. Einer wie du kann damit sowieso nichts anfangen. Also warum gibst du ihn nicht mir einfach? Klar, hier ist er. Danke. Jetzt schwingt dein Arsch wieder rüber auf die Felder. Okay, das war gut. Jetzt da müssen wir noch warten, glaube ich, bis es morgen ist, ne? Da würde ich sagen, wir gehen mal kurz pennen. Damit auch die Schürfer das mitbekommen, was wir hier getan haben. Das muss ja spektakulär sein. So. Ich glaube, hier drüben waren die Quartiere von den Bauern, genau. Horatio. Balkagan ist hier. Pock ist hier. Wer bist du? Rufus, genau. Dann denke ich mal, ich suche mir mal ein Bettchen aus. Guten Abend, die Herren. Bauer, 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 Bauer. Noch mehr Bauern. Entschuldigung, hier sind sie schon voll. Gibt es denn keinen Platz mehr für mich? Ich dachte, dass die Schlafplätze wären größer. Ich wurscht, ich borg mir mal das Bett aus. Wow. Warum wächst du mich? Weil ich das Bett gern hätte. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich weiß, du musst hart arbeiten. Aber ich gönn's mir jetzt mal. So. Aha, der wäscht sich. Die anderen waschen sich auch. Das ist gut. Sie gehen dann eher zur Arbeit, ne? Das wäre super, nämlich. So. Ich gehe auch zur Arbeit. Dann werden wir das Prügelfest starten, sobald die Herren hier sind. Soll ich bis Mittag schlafen? Mal so am Rande. Weil die Burschen noch alle hier sind und sich keiner rührt. Und zur Arbeit geht. Wäre besser bis mittags pennen, oder? Weil die sind gerade bei der Morgentoilette. Bei der Morgenhygiene, so muss ich sagen. Dann werde ich gleich bis Mittag pennen. Du störst meine Nachtruhe. Es ist schon in der Früh. Ja, Mittag ist besser. Jetzt sind sie alle weg. Okay, passt. Ja. Jetzt passt's schon. Ich meine, die haben eh nicht so ein schlechtes Leben. Morgens ist, glaube ich, so ungefähr 6 Uhr morgens, ne? Da stehen sie mal auf. Wahrscheinlich eine Stunde später gehen sie mal gemütlich runter. Dann ist eh schon 8 und dann fangen sie von 8 bis 8 Uhr abends oder was? Und sie arbeiten? Ja, okay, ein 12-Stunden-Tag ist schon hart. Das stimmt schon. So, passt. Sind wir wieder da. Da haben sie recht. Das ist schon ein bisschen scheißlich. So, Lefty. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Oh. Weg mit der... Okay, den muss ich ausweichen. Hoppala, das wollte ich jetzt gerade nicht. Wow, ausweichen. Ich wollte eigentlich zum Reislord. Wow. Großzügig ausweichen. Du darfst hier raufklettern, bitte. Ach, jetzt komm. Schafft das nicht? Doch. Hallo, Herr Reislord. Du, lohnt sich das Leben als einer deiner Aufpasser? Ich bezahle meine Leute gut. Warum? Suchst du Arbeit? Ich habe gesehen, dass Lefty einen wertvollen aussehenden Ring an seinem Finger hat.
Ach so, hat er das also? Komisch, meiner wurde mir gestohlen und jetzt hat er einen neuen Ring. Warte mal, ich muss mich mal kurz mit Lefty unterhalten. Das ist echt nicht schlecht. Alter, Lefty ist stärker als der Reislord. Kann ich den jetzt ausrauben? Geht das? Ja. Hey du, ich mag es nicht. Entschuldigung, warte, ich muss noch mal kurz. Ich wollte ihn jetzt ausrauben. Ich wollte ihn jetzt ausrauben, den Reislord. Ich hoffe, das geht noch. Scheiße, 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 scheiße. Vielleicht sollte ich zuerst den Leuten Wasser bringen. Ich glaube, das ist schon zu spät, ne? Weil ich das gestern nicht gemacht habe. Horuck, horuck. Hüpf. Ach, jetzt komm schon. Hüpf, hüpf. Aber jetzt, hüpf. Na los, hoch mit dir. Wieso will er denn nicht? Jetzt aber. So, nochmal, Entschuldigung. Ah, das ist echt bitter. Ich werde, glaube ich, sowieso von ihm verhauen, ne? La 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 la. So, das werde ich jetzt auf Reserve speichern. So. Ein Kampf. Und dann. Netter Kampf. Den kleinen. So, jetzt könnte ich Lefty noch schnell ausrauben. Das lief besser als gedacht. Diesmal hat Lefty verloren. Boah, schneller, 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 schneller. Sehr gut. Und den auch noch, den Blutfliegenklatscher. Weil, jetzt muss ich nochmal speichern. Jetzt ist Lefty nämlich so schwach, dass ich ihn leichter verhauen kann. Hey du. Herr Reislord. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Okay. Jetzt. Hey du. Ja? Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Jetzt hat er nämlich... Weg mit der Waffe, weg damit! Niemand er hat genug. Sich ungestört an meinen okay. Okay, ich dachte... Habe ich das jetzt gespeichert? Reserve war es, genau. Ich dachte, es klappt. Warte kurz. Ich muss ein Stückchen weiter weggehen. Dann klappt das schon. Also ich werde hier oben jetzt stehen bleiben. Dann sollte das machbar sein, hoffe ich. Jetzt kommt der eine Trottel wieder zurück. Komm, Lefty, steh auf. Geht's dir nicht gut? Bei der Gelegenheit könnte ich gleich mal schauen. Wenn's denkst, jetzt ist der Blutfliegenstachel schlechter als unser Morgenstern. Ich bin überrascht. Okay. Okay. So. Nochmal. Würde ich sagen. So. Lefty? Hey du. Ja. 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 Ich laufe mal ein Stückchen weg. Zück mal meine Waffe. Weil jetzt ist nämlich perfekt. Jetzt könnte ich ihn nochmal richtig gut verhauen. Genau. Jetzt haben wir das nämlich auch geschafft. Ja, gewusst wie. Fertig. So. Können wir das wieder speichern? Ich mache es wieder auf Reserve. Ja. Ne? So, Herr Lefty. Das hat uns jetzt echt gut in die Karten gespielt, muss ich echt sagen. So. Du na? Wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Und warte jetzt? Mal. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Ja? War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Mann, na, mein Freund? Na, mein Freund? Mann, was willst du? Ich hatte einen schlechten Tag und suche einen Ausgleich. Halt mal still. Die Bauern sehen durstig aus. Wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Die Bauern sehen durstig aus. Die Bauern sehen durstig aus. Ja. Ich kümmere mich drum. Mach dir keine Sorgen. Entschuldigung, das musste sein. So,
Ja, man muss im Spiel auch mal tricksen. Das ist ganz normal. So, schön speichern. Sehr, sehr gut. Der Schlauere siegt. So, wer war das jetzt, der ihm gerne, der das gerne. War das jetzt Rufus? Na, Rufus war es, glaube ich, nicht, oder? Boah. Na, er unten, glaube ich, war es hier, ne? Irgendwo. Da unten irgendwo war so ein Typi. Da herüben. Was tut das? Pock? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Schön. Ja, schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Moment mal, wir hatten uns schon unterhalten. Nein, nein, das ist ausgeschlossen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich. Okay. Nein, der war's. Wenn das gewesen war, kann er sich nicht mehr dran erinnern. Nein, wer war das? Wer war das? Wer war das? Von wem kam die Quest? Hier vielleicht? Na, hoch mit dir. Hoch. Ho, ruck. Hoch mit dir. Ho, ruck. Ja, jetzt da. Da. Der will nicht so recht. Vielleicht ist er auch schon. Was das Hey dann du. du? Rufus? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ach ja, natürlich. Ich habe mich um Lefty gekümmert. Ja, passt. Drei Gegenstände halten super. Das habe ich schon gesehen. Endlich hat der Mistkerl das bekommen, was er verdient hat. Sehr schön. Bravo, bravo. Hier, ich habe mir etwas Reisschnaps besorgt, den ich dir geben kann. Hey, cool, danke. Danke, mach's gut. Sehr gut. So. Ho, ruck. Jetzt fragen wir noch mal ihn. Hallo, Horatio. So. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Schade. Nein. Dachte ich. Schade, schade. Da habe ich das wohl versemmelt. Wahrscheinlich. Ja, okay. Fail. Macht nichts. So, die Quest haben wir jetzt erledigt. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch dieser komische Typ, der uns Einlass zu Lares gewähren würde. Mal gucken, ob ich den finden kann. Das ist echt mysteriös. Den Lurker bin ich mir auch nicht sicher, ob wir den schaffen. Wir können es probieren, der ist da hinten nämlich. Ah, was Lades betrifft, wir könnten scheinbar noch in die neue Mine rauf. Die wäre da oben, den ganzen Weg rauf. Da drüben müsste der Lurker sein. Irgendwo. Da drüben. Ah, und hier sind Leute, die trainieren tun. Hallo, hallo. Ach, wie hieß du schnell? Kort, genau. Servus, Kort. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Ja. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Falls du schon ausgebildet wurdest, kostet das an, dann aber mehr. Dann will ich 50 Erz sehen. Lass ich noch, glaube ich. Brauche ich jetzt momentan eh nicht. Kann ich stecken lassen. So, der Lurker müsste da drüben sein. Da drüben, da drüben. Wenn ich da jetzt ins Wasser springe, überlebe ich das? Ich hoffe. Sehr gut. So. Sehr gut, sehr gut. Der Lurki müsste da drüben sein. Ich probiere es mal. Wir haben hier eine neue Waffe bekommen. Aber ich fürchte, das wird noch nichts. Da oben ist er. Der Dammlurker. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ich speichere einfach mal. Ich probiere mein Glück. So, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht.
So, guten Tag. Doch. Damage wird man machen. Okay. Yep, wir können jetzt Lurker killen. Sehr gut. Und zwar Lurkerhaut, Lurkerklaue und Klaue des Dampflurkers. Dampf, genau. Des Tamlurkers. So, fein. Ja, gut. In Ordnung. Lief super. Habe ich keine Einwände damit. Sehr, sehr gut. Können wir gleich die Quest abgeben. Dann ist Homer Simpson auch beruhigt. Und dann können wir uns die nächste Quest anschauen. Also Lares. Muss ich mal vielleicht die Quest ein bisschen durchlesen nochmal. Damit ich weiß noch, wie der heißt. Aber ich denke mal, in die neue Mine rauf zu hatschen, wäre auch ein Thema. Kann ich mir vorstellen. Kann ich hier was kochen? Nein. Ich wollte es mal probieren. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Ja, Kree, Kree. Hallo, Homer Simpson. Hey, du. Ja, du. Genau du. Da, das Biest ist hin. Ich habe das Biest erledigt. Ja. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Ja dann, süße Träume. Oder so. Gut, das ist wieder speicherungswürdig. Und der Part wäre zu Ende, ne? Passt, dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Und im nächsten machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen, rauf in die neue Mine, soweit wir halt kommen. In der Hoffnung, dass wir dort oben den einen Typen finden, der uns bei Lares vorsprechen lässt. Ja, schauen wir halt mal, ne? Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!